Ja, liebe Freunde, heute ein Video aus meinem Praxisraum. Ich will Ihnen heute nur einen kleinen Text von Hellinger vorstellen, statt eines ganzen Buches. Und dieser Text eignet sich sozusagen für die persönliche tagelange Meditation. Wenn Sie sehr arge Widerstände haben, kann es sein, dass Sie Hilfe und Unterstützung brauchen, zu diesem Punkt zu gelangen, um den es geht. Papst Franziskus hat, bevor er Papst wurde, einmal in einem Interview oder in einem Gespräch mit einem Rabbiner gesagt, Kinder brauchen Freiheit und Sicherheit. Und ist dann gefragt worden, welche Formel es dafür gäbe. Und dann sagt er, gibt es keine Formel. Da gibt es je nach Situation und je nach Kind immer unterschiedliche Anforderungen. Und dieses Gespür können Menschen entwickeln, wenn sie am Morgen des Lebens, das ist die Erkenntnis aus der Familienarbeit, die ich auch immer wieder mache, Rückenwind bekommen habe. Und sie merken manchmal beim ersten Kontakt, was in der Stimme ist, dass diese Menschen diesen Rückenwind in ihrer Kindheit nicht gehabt haben. Und wenn man sich in diese Phase hineinversetzt mit diesen Gedanken und es immer wieder im Herzen bewegt, dann passiert etwas, was die Buddhisten auch sehr ähnlich in ihrer Meditation machen, nämlich man kommt dieser kindlichen Erfahrung der elterlichen Liebe näher, ob sie unseren Ansprüchen genügt hat oder nicht, und man kann sie gewissermaßen meditativ wiederholen und nachholen und vertiefen und geht dann mit Rückendeckung in das Leben hinein. Ja, Dank am Morgen des Lebens heißt der Text. Liebe Mama, liebe Mutti, ich nehme es von dir, alles, das Ganze mit allem Drum und Dran und zum vollen Preis, den es dich gekostet hat und den es mich kostet. Ich mache was daraus dir zur Freude und oder zum Andenken. Es soll nicht umsonst gewesen sein. Ich halte es fest und in Ehren, und wenn ich darf, gebe ich es weiter, so wie du. Ich nehme dich als meine Mutter und du darfst haben mich als dein Kind. Du bist die große Ich, die oder der Kleine, du gibst, ich nehme, liebe Mama. Ich freue mich, dass du den Papa genommen hast. Ihr beide seid die Richtigen für mich, nur ihr. Und für die väterliche Seite, lieber Papa, lieber Vati, ich nehme es von dir, alles, das Ganze, mit allem Drum und Dran, und zum vollen Preis, den es dich gekostet hat und den es mich jetzt kostet. Ich mache was daraus dir zur Freude und zum Andenken. Es soll nicht umsonst gewesen sein. Ich halte es fest und in Ehre. Und wenn ich darf, gebe ich es weiter, so wie du. Ich nehme dich als meinen Vater und du darfst mich haben als dein Kind. Du bist der Große, ich der oder die Kleine. Du gibst, ich nehme, lieber Papa. Ich freue mich, dass du die Mama genommen hast. Ihr beide seid die Richtigen für mich, nur ihr. Ja, diesen Text von Bernd Hellinger, wenn man den immer wieder wiederholt, der kommt man im Nachhinein gewissermaßen zu dieser Rückendeckung im Leben. Ich hoffe, Sie haben die von vornherein mitgekriegt. Ich werde grundsätzlich zum familienstrukturellen Arbeiten noch etwas kurz in einem anderen Video sagen. Da mag auch noch manch ein Hintergrund von diesen beiden Danksprüchen oder Gebeten oder Gedanken aufkommen und erklärt werden. Ich wünsche Ihnen viel Rückenwind im Leben und viel, jetzt ist Pfingsten, viel Heiligen Geist und Erneuerung in Ihrem Leben, in diesem schönen Monat Mai. Alles Gute, Ihr Matthias Müller.